Yo, liebe Malonzo Gang, heute reagieren wir auf Böse Onkels, ich bin du. Eigentlich voll der nice Joke, aber ey, ich bin ich, du bist du, verstehst du? Ich bin ja nicht du, aber egal Leute. Ja, wir reagieren heute auf Ich bin du, ich hoffe ihr seid gespannt drauf. Ich kenne das Lied gar nicht, also bin ich auf jeden Fall mal mega gespannt. Ich hoffe ihr auch, falls ihr neu seid, gerne kostenlos abonnieren, gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr wisst Bescheid für die 600 Abonnenten. Kranker Support wieder, Leute, in letzter Zeit. Der Algorithmus kickt wieder richtig rein. Freut mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten rein. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Leute, das Ding geht 3 Minuten. Ich bin gespannt. Ich erwarte jetzt einiges. Wird geil. Ohne Witz, kenne ich nicht. Falls ihr es kennt, gerne in die Kommentare schreiben. Wäre wirklich mal interessant. Okay. Klingt schon nicht schlecht, also der Anfang ist schon mal gut. Viel, vielversprechend. Ich spiel dir manchmal Streiche, rate wer ich bin. Ohne mich kannst du träumen, ich bin in dir von Anbeginn. Ja, ich bin's, den du hast, ich bin's, den du liebst. Ich bin der, der alles darf, den du nie verliebst. Ich bin dein Auge, das dich zieht, dein Hirn, das dir befiehlt. Ich bin du. Scheiße lieben, deinen Abgrund zu besiegen. Ja, ist gar nicht schlecht. Also vom Text her, von den Instrumentals her, kann man doch was, also kann man gut mitarbeiten. Auch live könnte man das mal machen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, schon eine Ecke zu alt dafür. Wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Heute König oder was? Morgen warst du zum Schabbat. Habe. Ich schick dir deine Ängste, ich mache deine Fehler. Ich bin der Geist in deiner Seele, die Dummheit und dein Lehrer. Ich schick deine Hirn auf Reisen und hole sie zurück. Ich bin dein Zögern und dein Zweifel, dein Elend und dein Glück. Ich bin nicht einfach, doch dual, deine Lust und die Moral, ich bin du. Ich lehre dich Scheiße lieben, deinen Abgrund zu besiegen. Heute König oder Gott, morgen warst du zum Schafott. Ohne Witz, ich hab das noch nie gehört, ohne Witz. Ich bin wirklich überrascht, also... Für mich klingt das vielversprechend. Ohne Witz, ich kann damit arbeiten. Ohne Witz. Danke auf jeden Fall, Niklas, für den Vorschlag. Fühl ich. Ohne Witz. Fühl ich. Interessant. Das, dieses Ich bin du. Und dann diese Stille und dann geht's wieder weiter. Der Text ist sehr simpel gehalten, also vermute ich mal, deswegen wird es nicht live vorgetragen, aber das hat Potenzial. Ohne Witz, für Live-Shows wäre das bestimmt geil. Vor allem die Lieder vielleicht neueren Fans mal ein bisschen vorzustellen live. Ich meine, das ist sehr untergetaucht, also sehr
Ja, er hat nicht so viel Aufmerksamkeit. Ohne Witz. Bist du der Quatsch? Und morgen fahrst du zum Schafott. Ich bin du. Das Ende. Was soll ich sagen? Das war ein Lied, was ich noch nicht gehört habe. Das, worüber ich seit Monaten lang rede. Leute, schreibt mir was in die Kommentare, was ich noch nie gehört habe. Zack, der Niklas kommt einmal um die Ecke. Einfach so, haut mir was raus und ich kenne es nicht. Genial, das Lied, ohne Scheiß. Ich sag zwar bei jedem Lied, es ist genial, aber ich habe es ja noch nie gehört. Und man kann sich das wirklich reinziehen. Ohne Witz, checkt das ab, Leute. Hört es euch gerne selber nochmal an, falls ihr es nicht kennt. Falls ja, nicht schlimm, aber trotzdem Aufmerksamkeit drauf. Hat es auf jeden Fall verdient. 3 Minuten. 3 Minuten, ganz simpel. Nicht 5 Minuten, so lang gezogen. 3 Minuten, ganz simpel. Bam, fertig. Hat mir mega gefallen. Ja, Leute, das war Ich bin du. Nicht live, sondern halt einfach die Studioversion. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es davon nochmal eine Neuaufnahme geben würde. Oder halt live, wäre auch cool. Aber ja, man kann ja nicht alles erwarten. Und ja, kommentiert gerne eure Meinung zu dem Lied in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Reaction-Video wieder. Kommentiert gerne einen neuen Titel, den ich vielleicht nicht kenne. Oder halt allgemein kommentieren, welche Titel ich mir anhören soll. Und wir sehen uns beim nächsten Reaction-Video wieder. Habt jetzt noch einen positiven Tag.